Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich wieder etwas vom Nulu Distillery Collection. 6 Jahre alt, Double Oaked, MGP, Barrel B111D0. So, und das ist 57%. Whiskey Base Nummer 197052. So, ja, Nulu nicht. Haha, wir gute Freunde sind, weiß ich noch nicht. Schauen wir hier nach dieser Abfüllung. Marcel hat mir hier diese Flasche und auch noch mein Vergleichswhisky, auch diese Flasche hier verkauft. Was habe ich hier? Hier habe ich 62,1%, ein 7 Jahre alte Single Barrel von Nulu vom MGP auch. So, als unabhängiger Abfüller ist immer wieder die Frage, was macht man mit seinem Whisky? Das hier war tatsächlich eine der teuersten Flaschen, die überhaupt denn hier vom Nulu an rübergebracht wurde nach Deutschland. Ich habe nochmal mit Marcel geschnackt. 139 € hat hier die Flasche gekostet. Das ist ein bisschen viel, um ehrlich zu sein. So, das hier war nicht ganz so teuer. Der hat allerdings auch ein bisschen Geld gekostet. Wir haben hier statt, wo war das hier? Nulu, so, Nulu, da. Deshalb kann ich es nicht sehen. So, der Double Oak war jetzt hier sogar noch teurer. So, 9,75, hier waren nur 8,30. Ja, so, das zweite Fass. Wir haben ein Problem in den Vereinigten Staaten, der sagt einfach mal auch diese Image. Jeder kann ein Fass vom MGP kaufen und einfach abfüllen lassen, sein Label drauf tun und dann dort verkaufen. Das ist nicht das, was wir von einem unabhängigen Abfüller momentan erwarten in den Vereinigten Staaten. Du kannst wie Barrel sein, du kannst vom Schiff ein Blend of Straight Bourbons oder Rye oder Burr Rye machen und die ein bisschen blenden und was kreieren. Oder man muss dafür sorgen, dass dieses eine besondere Finish bekommt. So. Nulu hat schon verschiedene interessante Finishes gehabt, wie zum Beispiel ein Toasted Bourbon finished in Maple Barrels. Die haben auch schon eine Brandy Apple Finish gehabt. Und jetzt haben sie einfach ein Double Oak. Und diese Double Oak heißt einfach ein zweites neues Fass zu nehmen. Und man merkt, dass das jetzt hier 6 Jahre alt ist und durch diese Umfüllen, zumindest ist das meine Verständnis davon, verlieren wir ein bisschen Alkohol. Also Alkohol wird vielleicht im Holz mehr aufgesogen als das Wasser da drin und gibt nicht ganz so viel ab. Das ist auch meine Erfahrung bisher, wo ich dann umgefüllt habe vom einen Fass zum nächsten. Wenn man das heute misst und eine Woche später einen neuen Fass misst, hast du einen Alkoholverlust. Nicht, weil der Alkohol tatsächlich nicht mehr da ist, sondern weil der Alkohol ein bisschen mehr in das Holz reingedrungen ist. Und der Wasser bleibt ein kleines bisschen mehr dort in den Flüssigkeit, was man messen kann. So, farblich merkt man als erstes einfach krass, einfach, dass der Double Oak das was bewirkt hat. 6 Jahre, 7 Jahre. Hier haben wir 62,1, hier haben wir 57 glatt. Ich habe ein Single Malt in Deutschland liegen und ich habe das Ding ist auch fast 6 Jahre alt, 5+ Jahre. Und der entwickelt sich nicht unbedingt ganz so gut und schnell, wie ich das will. Und ich möchte es nicht unbedingt 12 Jahre alt liegen lassen, denn es wurde in Virgin Oak reingelegt vom Anfang an. Wäre es ein First Fill Reef, ein First Fill Bourbon, hätte man ein bisschen länger liegen lassen können. Wäre es ein Second Fill Bourbon, hätte man noch länger liegen lassen können. Aber es wurde in Virgin Oak reingetan und der hat schon eine gewisse Holznote bekommen. Und nun die Frage ist, lasse ich es weiter liegen, dann würde diese Holztanninen mehr und mehr werden. Will ich das nicht? Oder fülle ich den um? Und es wurde beschlossen, ich und meine Shareholders, also meine Mitanteilhaber, dass wir tatsächlich das in ein deutsches Pinot Noir aus Spätburgunder Fass umfüllen werden. Und ich erwarte Gutes, also nächstes Jahr, hoffentlich November, werde ich es abfüllen. Aber auch da aus unabhängiger Abfüller, ich bin kein Abfüller, aber trotzdem habe ich meine Fässer, ist da immer wieder die Frage, was mache ich nun? Und der unabhängige Abfüller, so nenne ich Nulu, die haben
meines Wissens noch kein eigene gebrannte Bourbon auf den Markt gebracht. Und ein bisschen Zweifel habe ich, ob die es je was tun werden. Zumindest in der Anlage, was ich da in Louisville gesehen habe. Also ein paar Fässern im Monat brennen sie vielleicht, aber weltweite Bedarf abzudecken damit, no. Das, da noch nicht mal so Bedarf für eine eigene Kneipe kann man damit, glaube ich, abdecken. Persönliche Wahrnehmung. Gut. Double Oak erwarte ich schöne, cremige Momente. Ich bin verwöhnt vom Woodford Reserve Double Oak. So, ich bin verwöhnt vom Sagamore Double Oak. Liebe Leute, Frage des Tages. Welche Double Oak Produkt findet ihr am besten bisher? Also es gibt einige Sachen da draußen, auch aus Amiland, die tatsächlich Double Oak benutzen. Das heißt, zwei neue Fässer. Ja, das ist das Besondere an Double Oak. Nicht der Double Oak aus Schottland, wo man halt eben sagt, oh, einmal ein Sherry-Fass und dann einmal ein Bourbon-Fass und dann von mir aus tun wir sie zusammen, tada, Balvini Double Oak, sondern Double Oak in den Vereinigten Staaten bei Straight, nicht gefinished in, sondern Double Oak, das heißt zwei neue Fässer. An der Nase. Ich habe da, ich vermisse Schokolade. Ich wollte Schokolade haben. Leichte Honigmomente, eine leichte Kräutrigkeit wieder. Ach, Tabak, wirklich Tabak und Salbei. Hier. Kaugummi. Ich habe da tatsächlich die Hubba Bubba Kaugummi danach gehabt. Der 7 Jahre gefällt mir wesentlich besser. Kann man Tannin riechen? Eigentlich nicht so. Das hat ein bisschen den Geruch von einer Kerze. Ob das wachsige Kerze ist oder ob es ein einfach nur diese Duftkerze ein bisschen so ist. Gut. Cheers. 57% sollte mich nicht umbringen. Tannin. Estragierend. Trocken. Wow. Erstmal war ich ja und dann oh, 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 wow, weiß ich nicht. Und jetzt kommt eine schöne Süße mit. Oh, wow. Der hintere Teil von meiner Zunge, da ist eine holzkratzige Bürste entlang gegangen. Ich fand das irgendwie schön. Wow, das war eine Achterbahn vom Gefühle. So, und dann ah, und dann wie, und dann ah. Oh, Transitions hat das Ding. Oh, jetzt kommt auch eine leichte Barrel Char, also ausgekohlten Fässern. Ein bisschen wie ein getoastetes Marshmallow-Moment. Wow. Karamellig auch noch. Lang anhaltend. Also der Erlebnis im Mund war nicht wow. Das war irgendwie nice. Oh, ah. Und dann nachher, wow. Also ich liebe, ich habe es schon dutzende Mal gesagt, ich liebe es, wenn ein Whisky sich entfaltet, nachdem man es runtergeschluckt hat. Und ich hasse es, wenn ich etwas, oh, gut, 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 in schlechte Fässer. Und der Abgang, der Finish ist einfach mal. Also da kannst du ein Whisky für mich abhaken und sagen, nein, danke. Aber hier, leichte Kaugummi-Momente immer noch. Ja, astringierend, aber nicht so stark wie das erste. Boah, Holz. 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 Holzhammer. Okay, hört langsam auf. Und jetzt entwickelt sich dieser wunderschöne Nachtgeschmack. Wow! Also, das wäre für mich ein Nulu Distillery Collection Achterbahn, Double Oak, 6 Jahre alt. Wow, der hat was.
Wenn ich das einfach wie ein Video schneiden könnte, Antritt, Nachgang, das wäre ein 2, 2 plus. Aber leider habe ich den Mittelteil, wo ich dieser Moment habe. Darauf stehe ich nicht so sehr. Diese Holz, diese kratzige Bürste auf der Zunge, Moment. Ich versuche es ein drittes Mal, dann gehe ich hier rüber und mache ich meine abschließende Beurteilung. Ich mache ein bisschen Wasser rein. 47% ist nicht arg viel, aber ist auch nicht arg wenig. So, ich will sehen, was es passiert, wenn es bei 53,5 ungefähr ist. Das war mein Ziel. Ja, dieser kaugummigartige, vanillige, holzige, tanninige Moment ist da. Holz wurde gebändigt. Der Abgang ist auch ein bisschen gedämpft. Aha. Also mit Wasser geht er auf ein 2 minus auf jeden Fall. Mit Wasser wird er gefälliger, wird er wenig brutal. Schön. Preis-Leistung. Also hier 4 cl, 7 €, nein, sorry, 9,75 €, wenn wir die Mathematik jetzt hier ein bisschen machen. Also wir haben denn dort eine 750 ml Flasche. Durch 4 heißt es, es gab denn hier mal 18. Wow. 18. So, gut. 57 ml. So, das heißt, ich muss mal 9 hier machen. Da komme ich auf einen Flaschenpreis mit Porto und so weiter von jenseits 150 €. Nee. Also, liebe Leute, also Sagamore Rye wäre meine Empfehlung stattdessen. Woodford Reserve, Double Oak, Entschuldigung. Double Oak von Sagamore, wenn man die 80, ich glaube 76 ist es jetzt. Und wenn man einfach mal bis zu 40, 45 ausgeben will, Woodford Reserve Double Oak. That is so good. Gut, unser Einzelfass, 7 Jahre alt. Das ist schon besser. Ich habe immer noch Salbei. Wow. Der ist klarer, heller, ist dunkler, süffiger. Dieser 42,1, der Alkohol ist ein bisschen stärker, natürlich. Welche würde ich bevorzugen? Mit Wasser auf jeden Fall hier. Also richtig, richtig Bombe Sache. Lieber Brennereien in den Vereinigten Staaten. Mein Wunsch ist es, macht noch mehr Double Oaks. Ich mache gerne Double Oak. Double Oak bitte. Woodford Reserve, Brown-Forman macht das. Also Sagamore macht das. Nulu macht das. Meine Frage an euch, liebe Zuschauer da draußen: Welche andere amerikanische Whisky-Hersteller kennt ihr mit Double Oak? So, vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Also solide 2 minus mit Whisky, mit Wasser in meinen Whisky-Preis. Ja, ein bisschen jenseits von Gut und Böse, muss ich sagen. Leider, leider, leider. Danke, 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 dass ihr liked, abonniert, auch Teil von meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe geworden bist und dass ich viele, viele andere Flaschen machen kann. Das sind Flaschen, an denen ich gar nicht rankomme. Dafür bin ich Marcel so dankbar, dass ich das so habe. Wer bei unserer WhatsApp-Gruppe sein möchte, wegen Bourbon, also Flaschenverkauf, wie auch Bourbon Talk, könnt ihr mich gerne anhauen, da kann ich euch gerne in die Gruppe reintun. Oder wer gerne bei Bourbon Lovers Germany in der Facebook-Gruppe auch dabei sein möchte, könnt ihr selbst einfach danach googeln. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.